Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem Wechselstromzähler EVA 12 32 Ampere von Eltaco. Ich gebe in diesem Video einen Überblick über das Gerät und werde die Bedienung zeigen. Zunächst schaue ich mir hier ein Anschlussbeispiel an, so wie es in den Unterlagen des Herstellers steht. Anzuklemmen ist hier der Außenleiter, von hier aus geht der Außenleiter wieder ab. Es fließt also der ganze Strom über dieses Gerät. Der Neutralleiter ist auch anzuklemmen, damit das Gerät auch eine Spannungsmessung durchführen kann. Das Gerät ist nicht MIT-konform. Das bedeutet, dass ich keine Abrechnung mit Hilfe der Daten dieses Geräts erstellen darf. Die Bedienung erfolgt über nur zwei Tasten. Das ist hier links die Mode-Taste und rechts die Select-Taste. Das Anzeigefeld ist in drei Felder eingeteilt. Hier oben das mittlere Feld und das untere Feld. Und genau auf diese Anzeigen werde ich jetzt näher eingehen. Wir sehen hier die Grundstellung des Gerätes. Diese Grundstellung wird immer dann erreicht, wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt ist oder wenn man einmal kurz gleichzeitig Mode und Select drückt. Aber bitte kurz, denn sonst kommt es zu einem Reset. In der Grundstellung wird im mittleren Feld, im Feld 2, die aktuelle Leistung angezeigt und die seit dem letzten Reset erfasste gesamte Arbeit des Gerätes. Darum geht es ja eigentlich, dass ich mit diesem Gerät die Arbeit in Kilowattstunden messen möchte. Die Leistung wird von dem Gerät entweder in Watt oder in kW angezeigt. Das wird durch diesen kleinen Pfeil, der hier so gerade eben zu erkennen ist, angezeigt, ob das Gerät nun die Leistung in Watt oder in Kilowatt anzeigt. Die Anzeige kann man nicht auswählen, die wird automatisch eingestellt. Die Arbeit wird in Kilowattstunden angegeben, das sehen wir an dieser Stelle. Hier ist die Einheit angegeben. Ich werde nun erstmal hier zeigen, welche Anzeigemöglichkeiten vorhanden sind. Später in diesem Video werde ich mich dann auch einmal tatsächlich durch das Menü vor Ort durchhangeln. Im oberen Feld kann ich wählen zwischen S, T, M und J. Wenn das Gerät auf S eingestellt ist, dann kann ich die letzten 24 Stunden abfragen und dann wird mir im unteren Feld jeweils für die letzte volle Stunde bzw. für die vorletzte volle Stunde und so weiter die Arbeit angezeigt. Ich kann dann im Menü, ich werde gleich zeigen, wie das geht, von Stunden auf Tage wechseln und kann mir die letzten 31 Tage anzeigen lassen. Ich kann mir auch die letzten vollen 12 Monate anzeigen lassen und sogar die letzten 24 Jahre. Also ich kann zum Beispiel hergehen und das Gerät auf T03 stellen. Dann wird mir der drittletzte volle Tag angezeigt und ich kann dann hier die an diesem Tag über den Zähler gezählte Arbeit ablesen. Da das Gerät nur über zwei Bedienungstasten verfügt, ist die Bedienung auch recht einfach. Wenn ich auf Mode drücke, so kann ich wechseln von der Stundenanzeige in die Tagesanzeige, zur Monatsanzeige und zur Jahresanzeige. Bin ich dann zum Beispiel bei M01 für den letzten vollen Monat gelandet, so kann ich mit Select weiter durchhangeln von M01, M02 bis M12. Über Mode kann ich das grundsätzliche Zeitfenster anwählen und über Select wähle ich dann das konkrete Zeitfenster an, das mich interessiert. Wenn ich mit Mode weiterarbeite, kann ich schließlich auch noch über Mode und Select die Sprache anzeigen, die im Menü benutzt wird. Der Wechselstromzähler kann auch resettet werden, das geht recht einfach, indem ich gleichzeitig für 3 Sekunden auf Mode und Select drücke. Was mir dabei nicht so gut gefällt, ist, dass auch tatsächlich die gesamte Arbeit, die über diesen Zähler ermittelt worden ist, auf 0 zurückgesetzt wird. Der Wert ist dann also auch verschwunden. Das heißt, jemand Unbefugtes könnte mir quasi alle Daten vernichten. Insbesondere wäre das bei der gesamten Arbeit nach meiner Ansicht manchmal recht ungünstig. Das Gerät kann auch zwei verschiedene Fehler anzeigen. Nämlich dann, wenn ich hier oben die Zuführung und die abgehende Leitung falsch angeklemmt habe, dann ist die Stromrichtung falsch. Das wird durch F01 angezeigt. Und wenn die Spannung zwischen L und N auf unter 170 Volt absackt, dann gibt es die Fehlermeldung F02.
Ja, das waren auch schon die wesentlichen Informationen, um das Gerät zu bedienen. Im Folgenden werde ich nun einmal direkt am Gerät zeigen, wie man sich hier durch das Menü hindurcharbeiten kann. Wir sehen hier den El Taco in der Grundstellung. Oben sehen wir die Laufleiste. Das zeigt, dass im Moment eine Leistung gemessen wird. Wir sehen auch, dass die Leistung in Watt bzw. Kilowatt angezeigt werden kann. Links ist der Pfeil, also wird in Watt angezeigt. Weiter unten die Anzeige in Kilowattstunden für die gesamte Arbeit, die über diesen Zähler bisher erfasst worden ist. Ich gehe jetzt auf Mode S01, abermals Mode T01, wiederum M01 und schließlich J01. Weiterer Tastendruck in die Sprache. Das lasse ich unverändert und gelange so wieder auf S01. Hier kann ich nun mit Select auf S02, S03 und so weiter wechseln. Das waren ja hier immer die Stunden, die letzten vollen Stunden. Nun zeige ich den Reset-Vorgang. Mode und Select werden 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Und nun muss ich noch einmal, wenn oben Reset angezeigt wird, mit Select bestätigen. Und alle Werte, wie gesagt, alle Werte sind dann weg. Was ich ja, wie bereits gesagt, für ziemlich ungünstig halte. Ja, das war's zu diesem Wechselstromzähler. Ich finde ihn für bestimmte Anwendungen günstiger als das daneben abgebildete Modell. Man muss aber genau überlegen, für welchen Einsatz er dann wirklich in Frage kommt, denn Abrechnung darf ich ja mithilfe dieses Zählers nicht erstellen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen vernünftigen Überblick über die Anwendung des EVA 12 32 Ampere von El Taco liefern. Falls Ihnen das Video gefallen hat, so geben Sie mir doch bitte einen Daumen hoch und abonnieren meinen Kanal. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.